Auswahl gibt. Ja, Warteschlange hast du wahrscheinlich ein Server? Auch, oder? Es gibt einen PvE-Server. Oh. Ach so, ja dann. Hat sich nun mal ähnlich. Was spielen die meisten nicht PvE? Was habe ich dir mal gedacht? Erstellt dir einen Charakter? Warte mal, du kannst doch keinen Charakter erstellen und dann den Server wählen. Nee, du musst erst den, Server-RAM wechseln. Everlook. Letale Kompanie. Aber wieder was gelernt, aber irgendwann wird es halt echt also schwierig damit. Es ist halt witzig, ja, es ist genau wie bei Diablo, der Launch ist und ich wette, der ist ja erst in 2 Minuten. Wollen wir wetten, dann in 2 Minuten ein offizieller Post, in 3 Minuten Alter, ein offizieller Post das kommt, so dass sich das verzögert. Das war das so bei Diablo krank. So? Ja, ja, bei Diablo 4 war es so, dass die haben 4 Minuten nach 7 gesagt, genau. Die Season verzögert sich um ein paar Stunden. Um eine Stunde oder so. Nee, mehrere Server. Okay, ich sag mal kurz Honey gute Nacht und geh mal kurz Pipi machen. Oder sollte ich erst versuchen drauf zu kommen und dann Warteschlange im Zweifel? Achso, ja, aber... Über die Minute nochmal kurz abwarten. Genau, warte noch kurz ab. Okay, die Verbindung wurde unterbrochen. Also, Dauerwerbesendung ist es natürlich nicht mehr, Chat. Hardcore-Start lief flüssig, das ist ja schon mal gut. Ist dann bei Hardcore, ist das ja hier unten auch einfach so ein Tab gewesen. Ist das... Wieso gibt es einen eigenen Tab für Russisch? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ist das dann einfach... Sind die dann einfach auf online gesprungen um 22 Uhr? Oder wie lief das? Du musst wahrscheinlich einmal aktualisieren, oder? Aber wie kann ich aktualisieren? Außen rein. Wieso kann ich überhaupt einen Charakter jetzt erstellen? Das ist doch Quatsch. Ich mach ja, das weil Server du noch keinen hast. Ich bin automatisch auf Razzor Fan. Alleine schon, da habe ich schon Bock, Aber ich, so wie ich mir das Spiel angucke und so hässlich das ist, ist hier alles auf Scheiße gestellt. Ah, die sind einfach auf online gesprungen. Okay. Echt jetzt? Also nicht jetzt gerade, sondern bei dem Hardcore-Launch. Okay, weil ich bin gerade im System. Hier ist wirklich alles auf Kacke gestellt. Ich stelle mal alles auf Ultra. Oh, das ist smart. Raytracing-Schatten. Huhuhu. Geil, geringe Latenz, damit das hier auch schön, ne? Damit ich hier meine Ego-Shooter-Skills ballern kann. Boah, wie lange ich diesen Bildschirm schon gesehen habe, ne? Ich habe den Login-Bildschirm mehr gesehen, als ich manche Spiele gespielt habe, die ich durchgespielt habe. So, was ist da los? 22 Uhr. Hallo. Ich starte das Spiel mal neu. Peter, ich bin ein Versuchskaninchen gerne. Ich starte sogar, weil ich richtig krass bin, Battle.net neu. Ja, das ist krass. Sehe ich da nix. 22 Uhr 1. Wo ist der Post? Ich kann die RAM-Liste nicht mehr abrufen. Ah, doch, jetzt wieder. Doch, die lädt aber sehr lange rein, weil ich glaube, sehr viele Leute gerade da drauf sind. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ist schon ein kleiner Hype da. Freunde, es ist kein Joke im Launcher. Da steht, wir führen gegenwärtig eine Notfallwartung durch. Während dieser Zeit ist das Spiel nicht verfügbar. Was? Die Klassik-Dinger sind aber tatsächlich verfügbar, die normalen Server. Ja, okay. Das ist nur das, was im Launcher steht, aber es ist in Ordnung. Alles so peinlich. Das steht da schon länger, ja, okay. Einfach schon mal so. Sicher ist sicher schon mal vorher schreiben. So for safe haben die es schon mal geschrieben. Okay, ich habe das Spiel wieder gestartet. Ich habe nichts runtergeladen oder so. Und du kommst auch direkt wieder rein. Aber ich wette, schon mal gut. Die Warteschlange hast du bei den Servern. Zeig mal deine Chance. Ich habe keinen einzigen Classic Chart. Ich habe auch keinen einzigen Classic Chart. Nee, wobei, das stimmt nicht. Ich hatte mal einen, aber der muss mittlerweile gelöscht. Ding dann. Ja, nee, aber ich habe ja nur Classic Vanilla gespielt. Und das war ein Mage und der müsste so Level 52 sein. Ja, aber oder so. Das ist dann ja quasi auf dem WTLK Classic. Ja, also der existiert dann ja noch. Ich habe keinen Charakter auf irgendeinem. Nee, ist ja auch ein anderes Spiel. Wir spielen jetzt Classic. Ja. Okay, time to cook Twitter. Das ist aber nicht. Also Warcraft ist das, ne? Wenn dann World of Warcraft. Alles so Schmerzen, ne? Okay, wenn ich jetzt auf Klo gehe und Honey gute Nacht sage, dass es dann online geht. Das wäre gut, Peter Jinx, dann können wir ja nicht zocken. Ich würde es eigentlich jeden vom Bus werfen. Also Warcraft, so ein Loading Screen Simulator. Also Ad Warcraft hat noch nichts getwittert, das war der letzte vor 3 Stunden. Okay, ich gehe auf Klo.
Das ist live. Okay. Also, man muss sagen, weißt du, so gute Nacht sagen, ja, boah, Mensch, da kann ich drauf warten, aber ich muss auf Klo, scheiße. Das wird nix, Leute. Guck mal, so, wichtig ist auch immer, was auch immer sehr viel hilft, ist andere Streamer währenddessen öffnen. Aber ganz ehrlich, Freunde, BlizzardCSEU.de hat vor 29 Minuten auch getwittert, wir führen gegenwärtig eine Notfallwartung durch. Während dieser Zeit ist das Spiel nicht verfügbar. Und zwar unter WoW Classic. Ich glaube wirklich, dass denen die neuen Server schon abgeschissen sind. Ja, glaube ich auch. Das ist traurig. Bevor die live sind. Frage, schaltet der einfach durch? Also schaltet der online, während du auf der Realm-Wahl bist? Nee, das glaube ich nicht. Der Englisch hat halt vor einer halben Stunde genauso geschrieben. Performing Emergency Maintenance. Aber die schreiben halt nicht dabei so, okay, das könnten 3 Stunden sein. Gehen wir doch erstmal in den Shop für 6 Charaktertransfers für 80 Euro. Ja, die Leute flippen schon aus in den Kommentaren, aber... Letzter tut er. Okay, war aber hardcore auch so. Okay, wir sollten schon mal in die Realm-Wahl gehen, schreibt der Chat. Dann springt er einfach auf online. Ich werde jetzt zum ersten Mal Hodler spielen, ah ja. Viel Spaß bei Crossroads. Ich glaube, ich werde fast das erste Mal Allianzler spielen. Da habe ich ja schon vorher gespielt, aber echt sehr viel, sehr, sehr viel mehr Horde. Erstmal, ich habe Peter schon gesagt, weil er nicht wusste, welche Rasse wir spielen, habe ich gesagt, das ist gar kein Problem, wir können spielen, was wir wollen. Als Nachtelf kenne ich auch aus dem FF den Laufweg von hier Tel Drassil ins Menschenstaatgebiet. Dauert halt ein bisschen. Das ist dann über die Schiffe? Dafür kriegst du A schon mal, ja genau, aber dann musst du ja noch von über Loch Modern und so laufen. Dann kriegst du halt aber schon mal zu Minethil den Flug. Peter? Was ist das hier? Geh in die Realm-Wahl. Die aktualisiert laut Chat. Wenn es soweit ist. Einfach dann da drin bleiben. Ja, da wo überall offline steht. Ja, da bin ich drin. Ja. Mann, ey, jetzt habt ihr mich gehypt. Weißt du, ich könnte jetzt irgendwie schön irgendwie weiter Dark Souls zocken oder sowas, aber ja, kannst nein. Kannst du jetzt auch? Ja, genau. Ja, mit einem Boss aus Server online. Und zack, das, schade. Selbst wenn der Server geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vernünftig spielen kannst, glaube ich, bei 10%. Von wann bis wann habt ihr denn morgen vorzuspielen? Ab 16 Uhr. Ab 16 Uhr streamen. So einfach ohne Ende. Also Open End erstmal, oder? Ja, ich werde nicht bis 3 Uhr nachts machen, weil es ist ja noch Friendly Fire. Oh, hier steht, Essen ist fertig. Ich bin mal kurz aufgekommen. Einige Classic-Server sind gerade runter. Okay. Gott, ich hier mal. Ich bin morgen Abend weg, aber ist ja egal, kann ja nachlegen. Ja, ich weiß auch nicht, also ich habe einfach dieses Wochenende den Vorteil, dass meine Frau ihre Familie besucht und ich deswegen Freitag und Sonntag theoretisch Zeit hätte. Wobei, Sonntag muss natürlich dann ein bisschen Schlaf nachgeholt werden und Samstag müssen wir natürlich, da ist Friendly Fire am Stil. Der Schlaf ist relativ. Alles so frech, ne? Ey, 6 nach, alles noch entspannt. Ja, geht so. Also das sind die letzten 2 Launches, die ich mitgemacht habe, die innerhalb von weiß ich nicht wie vielen Monaten ist, haben sie verkackt. Also. Also ich werde Sonntag auch erstmal, ich penne halt vor Ort diesmal wieder, weil ob ich erst nach Hause fahre und dann penne oder erst penne und dann nach Hause fahre, kommt zeitlich aufs Gleiche raus. Ja. Und dann gucken wir mal. Keller ausräumen, schocken. Wir spielen PvP. PvE. Leider. Ich finde das sehr gut. Ist das scheißegal. Das kann lustig sein, aber ich kann auch verstehen, dass man gerade als Streamer nicht unbedingt PvP-Server haben will. Das ja, ist gar kein Bock durchaus. Drauf. Weil hast du dann nicht einfach so 50 Leute um dich rumlaufen, die dich protecten? Ja, aber kann ja. Also das wäre das Beste. Also als damals PvE PvP freigeschaltet wurde,
gab es halt regelmäßig so 50 gegen 50 in diversen Siedlungen. Ja, nice. Das war auch cool. Nicht cool war, wenn du gelevelt hast, dich haben zwei, drei Leute gefunden, haben dich gekillt, gewartet, dass du dich wiederbelebst, haben dich wieder gekillt und repeat für die nächste Stunde. Verlierst du dann Level oder weil du dann blöd spawnst? Aber ich glaube, du hast dann einfach keinen Bock mehr. Also, ja. Weil du musst ja den Weg bis zu deiner Leiche wieder laufen. Ja, stimmt. True. Christian, war Classic-Zeit deine Haupt-WoW-Zeit? Mhm. Hast du da noch richtig was in der Raid-Gilde und so? Bis WoTLK. Mhm. Boah, krass, ey. Das heißt, hast du von Classic, hattest du dann Content geklärt? Also alle Raids? Alle. Ja. Boah, krass, weil... Classic haben wir alles gemacht. Da gab es ja dann später so noch so Patches, wo dann auch andere Raids zukamen und die sollen ja echt schwer gewesen sein auch. Also wir hatten dann auch so Nächte, Könnt ihr euch noch an die Weltdrachen erinnern? Zum Beispiel in, Ich hab das ja gar nicht gespielt. Dieses Anfangs-Level-Gebiet, was so friedhofsmäßig aufgezogen ist, unter Red Ridge. Ich weiß also nicht mal, wo du Red bist Ridge ja im ist. Du bist ja im Wald von Elvin, wenn du dann nach Osten gehst, kommst du in dieses Red Ridge-Gebiet und darunter, Duskwood, genau. Und da gab's noch einen Weltdrachen. Und da wir auf dem PvP-Server waren, kann ihn ja jeder legen, aber dann gab es halt da eine Riesengruppe Allianzler und eine Riesengruppe Hordler. Und dann immer wieder wurde sich da gekebbelt, wer den jetzt anfangen darf und versuchen darf. Irgendwann hat man sich so auf so einen Waffenstillstand geeinigt. Und dann hat die Allianz erst einen Versuch gehabt und dann die Horde wieder. Das hat ewig gedauert. Einen ganzen Abend und eine Nacht. Ich weiß auch nicht mehr, wer den gelegt hat. Aber das war richtig krass. Da gab es dann noch so einen Scheiß wie, Leute haben sich in TS geschlichen und haben dann da rumspioniert, wer wann welchen Try versuchen will. Das war richtig nice. Warst du da voll mit am Schlüssel oder was? Ja, ja, die ganzen Nacht. Aber hast du auch andere infiltriert? Ah. Das war schon cool. Hey, Wien. Und Dankeschön, Mr. Sick, fürs Verschenken. Peter, Wild Growth. Bei mir ist noch offline. Bei mir ist online. Hm. In Ram einloggen. Bei Unge ist auch noch offline. Okay. White Cloth ist online. Ja. Bin da. Nice. Bei mir steht noch in Ram einloggen. Bei mir auch. Ja, ja, das steht bei mir auch. Ich glaube, das steht bei allen. Auf geht's, ja. Du bist auf jeden Fall enthusiastisch. Mann, und ich wollte auch auf Lava Lash spielen. Und dann ist noch offline. Dann wolltest du RP machen, wa? Ja. Das kann echt lustig sein, glaube ich. Und mittlerweile gibt es so viele RP-Projekte, dass ich gesagt hätte, ich glaube, das ist auch zum Stream ganz geil. Dalu ist drin, also wir müssen einfach noch warten. Okay. Ich werde jetzt auch bestimmt nicht auf Abbrechen klicken. Okay. Unge wollte glauben, yo, auf Living Flame und da steht Let's schon go! Ich bin noch nicht drin, bei mir steht noch in Ram anloggen. Okay, sofort, Peter. Freunde, ist Körper 1 ist Male, Körper 2 ist Female. Ja. Okay. Ja. Alter, ich krieg einen geilen Schnurri, Freunde. Ach du Scheiße. Ich bin ja auch noch in Ram einloggen, Peter. Ja. Yep. Okay. Du hast nichts anderes gemacht, Chris, oder? Einfach warten. Wo ist... Das ist wahrscheinlich dein Glück, wenn du da durchschlüpfst. Schnurri. Ja. Ich werde auch, also ich werde gucken, auch auf Peter ein bisschen warten, ne? Also. Oh! Oh! Jawollo! Nice. Okay, Welt betreten, Freunde. Ich bin so am Arsch. Darf nicht mit. Nein, der wird auch gleich warten. Ich bin drin. Haha. Ja, guck mal. Oh. Guck mal, Unges für Server, die haben sich alle gehypt. Die haben vorher gesagt, auf welchen Server sie gehen. Der ist schon komplett voll. Bevor sie draufklicken wollen. Und die sind am Arsch, weil jetzt sind alle Server voll. Geht das überhaupt, dass die voll sind? Natürlich hat sich jemand Pizmeat genannt. Alter, wirklich? Direkt am Anfang? Was ein Arsch.
Gut, werde betreten. Das warst, let's go. Das warst nicht du, Jay, oder? Ich, mein Charakter ist Pete Sweet, wieso? Warte, warte. Oh, die Stormwind-Mucke ist so geil. Ich habe eine blöde Frage. Was macht man, wenn die Server alle voll sind? Warten. Ist dann am Arsch? Ich muss ganz schön lange hier den Login joinen. Also ja. Intro und so. Wenn ich mir die Server so angucke, ich glaube, das ist ja voll. Nee, weil bei Unge kam halt nicht auf seinen Server und jetzt sind die anderen Server auch alle voll und jetzt kann er auf gar keinen Server. Ja, normalerweise gibt es dann Warteschlangen. Intro! Ja. Der, mit Madeira ist er doch fast in North America, oder? Kann er da nicht in Nordamerika schon Spruch spielen? Die edlen Menschen von Stormwind sind ein stolzes, zähes Volk. Die dämonische Invasion der brennenden Legion. Wir warten jetzt darauf, dass die Server abstürzen. Lordaeron. Doch die Verteidiger Stormwinds haben ein Auge auf alle, die ihrem Land schaden könnten. Die Stadt Stormwind, im Vorgebirge des Elwynwaldes gelegen, ist eine der letzten Bastionen der Menschen auf der Welt. Unter der Herrschaft des Kindkönigs Anwin Redd ist gerade. Das Volk von Stormwind der Großmagier. Freunde, die Zeit für Helden ist gekommen. Ich stehe hier alleine. Mit Unterstützung ihrer Verbündeten wurden die Armeen von Stormwind berufen, um auf fernen Schlachtfeldern gegen die wilde Horde zu kämpfen. Du bist einfach auf deinem eigenen Server. In Abwesenheit der Armee obliegt die Verteidigung. Naja, erstmal Interface einstellen. Ich hätte gerne meinen Namen, Tiere und Haustiere. Ihr müsst das Königreich gegen die elenden Bastarde verteidigen, die es bedrängen. Gegen die elenden Bastarde verteidigen. Also ich kann jedem empfehlen, feindliche Einheiten die Namen anzuschalten, dann siehst du die besser. Ah, da sind die ganzen Leute. Das größte Kampf der Menschheitsgeschichte kann beginnen. Zeige verbleibenden Inventarplatz. Ziele, Minikarte drehen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ja, gleich. Ja, das ist ein Mega-Lag. Weißt du noch, als wir in Holland waren, Peter, das wird genauso. Aktionsleisten. 2, 3. Was soll ich mir anzeigen lassen? Feindliche Einheiten, alles klar. Aktionsleisten kann ich noch empfehlen, eine zweite zumindest zu machen. Wir sind alle in der Freundesliste offline. Kampftext über den Charakter anzeigen ist auch gut. Wir sind gerade alle online gegangen. Ja, das wird wahrscheinlich immer mal wieder wechseln. Also hier bewegt sich gar nichts. Ich erstmal Joke. Das ist so lustig. Silly. Holy shit. Ah, ich kann mich bewegen. Alter, ist das am Leck. Ja, natürlich. Okay, ich kann mich doch nicht so gut bewegen. Alter, hier leckt alles. Also guck, wie ich einen von euch finde. Ich habe vor, vor 20 Sekunden einen Witz angefangen zu erzählen. Mal gucken, wann der kommt. Bist du Eisenhart? Eisenhart, Alter. Klauran, wie heißt ich? Heißt so ähnlich wie Pietsmeet, heiße ich. Okay, wie ähnlich. Schlappi? Bin Schmied. Piet Schmied? Ja, genau. Holy shit, Alter. Ich suche noch Pietsmeet. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß, Jungs. Ja. Ich hoffe, die Server stabil bleiben. Dankeschön. Danke. Eine gute Nacht. Unge ist hart neidisch. Ciao, Sepp. Tschüss, viel Spaß noch. Unge kann doch bei uns hier, kann er nicht auch in der Gilde mitmachen? Ja, aber ich glaube, der will sein eigenes. Wait, du bist nicht nur Ziel, oder, Jay? Ja, die wollten PvP spielen. Ah. Husaren, Chris. Jetzt erzähl dir den Witz. Husaren, Chris, einladen. Sag mal, du bist Husaren, Chris. Sagt der Papagei Durotar, den gibt's ja überall. Also die Menschenwitze sind aber die besten. Holy shit! Mittlerweile sind ja ganz schön viele Leute. Ja, das wird auch noch viel mehr. Bist du Smilch? Nein, ich bin Pietsmeet, Junge. Pietsmeet. Erstmal, lass mal Pietsmeet anwispern. Aber wie gesagt, ich hab Christian dir gerade da eine Einladung von mir bekommen. Alter, weißt du, so, ich sehe Dalu, der richtig entspannt am Questen ist da und alles funktioniert bei dem auf dem. Wo ist der hier? Bei den Nachtelfen. Momentan ist kein Spieler mit dem Namen Pietsmeet online. Geil, der hat einfach den Charakter gemacht. Was für ein Arschloch! Das LOL. Wollte ihn anwispern und sagen, schade, miese Nummer. Ja. Nicht beleidigen, weil da kann Blizzard dir auf den Sack vergeben. Zu Recht.
Aber kannst du mir nicht über Chat auch eine Einladung schicken, Jay? Erstmal funktioniert ja noch gar nichts. Erst, ich habe Christian auch die Einladung geschickt. Ich hab dir eine gegeben, Christian. Ja, die habe ich ja schon vor 2 Minuten angenommen. Ja, okay, das sehe ich noch nicht. Ihr könnt mich auch über O einladen. Wie schreibt man das denn? Piet und dann Schmied mit SCH oder was? Ja, genau. Jetzt bist du da. Holy shit. Christian. Ach so, ich kann dich ja nicht. Ich bin nicht der Gruppenanführer, muss Jay machen. Jay kann das einfach über O machen. Da kann ich ja über Freunde einfach. Du bist nicht bei mir im O. Ach so. Jay/invite Peach Meet. So, wie kann ich denn bei meiner Gruppe anzeigen lassen, wie viel Leben ihr in Prozent habt? IED oder T? Wie der Schmied. IED. Ah, lol, ich hab mit T geschrieben. Ach so. Hey, sollen vielleicht gleich irgendwann eine Einladung kommen. Ja, ja, habe ich schon angenommen direkt. Achso, die kommt direkt? Ja. Hier müsste eigentlich ein NPC stehen, mit dem man reden kann, oder? Ach, du bist ja hier eben schon. Die ist eigentlich ein Questgeber. Also direkt vor der Kapelle oder was das hier ist, oder? Wie ist das? Wir spielen doch lass Verstecken spielen. Verstecken zwischen Menschen. Das sind so viele Leute einfach. Und alle lecken hier einfach. Ja, ist klar, ich bin versteckt. 4700 Warteschlange auf dem PvP-Server, okay. Kann man noch die... ich würde mir gerne anzeigen lassen, wie viel Leben zum Beispiel Jay hat und nicht nur diese Leiste. Klassenfarben... Ressourcenbalken anzeigen, da. Auch Interface? Ja, ja. Kann man noch so ein paar Sachen einstellen. Alter, der hat sogar gespeichert, dass ich hier YXCQE als Dings benutze. Ja, das habe ich auch drin, das ist nice. Der Geile ist, die ganzen Leute, die hier am Heilen sind. Was hast du, wo hast du das eigentlich, Interface oder wo? Hm? Weil wenn ich ehrlich bin, sehe ich das immer noch nicht. Ich sehe das auch bei meinem Target nicht. Aber vielleicht gibt es doch einfach nicht. Also ist ja okay. Du kannst auf jeden Fall bei Anzeige unter Statustext kannst du deine eigenen Sachen da kannst du dir für dich selber sagen. Numerischen Wert, genau. Da würde ich mindestens... Ja, genau. Prozentsatz ist aber auch nicht unwichtig, weil manche Sachen passieren ja, ja dann wenn du nur beides 20% anzeigen. Leben hast oder so. Ja, okay. Aber für mein Target wäre das auch nicht schlecht. Zum Beispiel als Krieger kannst du ja ab 20% executen. Mhm. Ich muss mir erstmal meine Fähigkeiten durchlesen. Angreifen. Okay, sehr gut. Ja. Ich habe Siegel der Rechtschaffenheit und heiliges Licht. Immunologie, ich kann mich Schütz den Zauber. Der ist auch immer noch nicht bei mir in der Gruppe, Alter. Ja, stimmt. Runen haben auch unter im Zauberbuch ein eigenes Ding. Okay. Und ich habe Schattenblitz. Ja, wieso habe ich da eigentlich auf Deutsch? Bei WoW finde ich das gar nicht schlimm. Ja, aber passt halt nicht zu den ganzen Wikis und so, ne? Ja. Aber Schattenblitz ist so der Hexenmeister-Main-Ding, oder? Die casten eigentlich nur Schattenblitz früher. Ja. Habe ich mal gelesen. Ich habe ja nie einen Hexmeister gespielt. Gar keine Ahnung, was der macht. Und, ich glaube, der kann auch so einen Imp machen. Deine ne? Flüche halt vor allen Dingen auch. Komm doch, an welchen du Alter. Spielst. Da hast du schon Level 10. Holy shit. Nee, what the fuck? Wie denn? Krass. Weiß ich nicht. Wie kann der denn? Weil der kann doch nicht Level 10 sein. Nach 20 Minuten. Du bist doch ein Schwätzer. Stimmt, das ist echt ein Schwätzer. Das gibt ja gar keinen Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Gerade in Classic dauert das ein bisschen länger als 10 Minuten. Ja, nicht schneller als im als im aktuellen Retail. Ah, ich hab das, ja. Ich will das verlesen. Mit Sehkraft, ja. So, wie sieht mein Ruf aus? Stormwind ist freundlich. Sehr gut. Ein Forge auch. Ja? Macht viel wert. Die hässlichen Gnomen sind auch freundlich. Wenn ich jetzt hier aus Wald von Elvin rauslaufe... Du aus stehst bei mir noch hier an der... Aber wenn ich jetzt aus dem Startgebiet rauslaufe, aktualisiert er das? Checkt er das? Also, dass du woanders levelst dann ja. sozusagen? Du meinst, dass du sozusagen den Server wechselst? Hm. Also die Instanz. Richtig.
Danassos sind die. Du hast den Questgeber angesprochen, bei mir ist er noch nicht mal da. Nee, bei mir ist er leider auch nicht da. Ulle TV konnte den Questgeber schon ansprechen, ich leider nicht. 5.000 bis 6.000 Warteschlange. Also wir sind echt schnell gewesen, Leute. Hätte ich gar nicht gedacht, ey. Manche Leute hängen da jetzt in der absoluten Warteschlange. Nur, ja bei gut, uns ich meine, das ist ja bei uns, das hat halt auch eine Warteschlange hier quasi, ne? Kann ich denn Mobs farmen? Warte mal. Wie willst du denn Mobs farmen? Du kannst ja nicht mal auf irgendwas schlagen. Das ist ja nichts, das ist ja nur bei Menschen. Bei mir sind ja auch noch gar keine. Stimmt, das sind gar keine Mobs da, ne? Weil ich mich frage ist, hat jemand schon gesehen, ob es die Werte gibt für Waffen? Ja, hier ist Arthas. Fertigkeiten. Jo, du musst tatsächlich wieder Waffen leveln. Nice. Es ist halt von den Regeln, glaube ich, schon einfach Classic, wa? Ja, ja. Also, wenn du früher alles voll alles und angefangen hast, Fäuste zu machen oder so ein Scheiß. Einfach, weil du nichts Besseres zu tun hattest, ja. Oder was? Ich hab doch keine Runen gefunden. Ja, Jay, du bist shiften gegangen noch. Jetzt. Nee. Ich bin hast du schon Mobs gesehen? Nee, passiert. Ich bin gar nicht rausgegangen. Da kam kurz aber weit von Elven, aber die sind ja auch höher. Ja, genau, die kannst du gar nicht farmen. Ja, wir zu dritt vielleicht würden das hinbekommen. Zu dritt kriegen wir halt hin. Aber Peter ist ja noch nicht mal hier. Peter ist noch nicht mal in der Gruppe. Ja, genau. Ich habe die schon vor Ewigkeiten angenommen, die Gruppeneinladung. Bei mir hat sich auch schon lange nichts mehr getan hier. So, manchmal gab es ja so ein Update. Dann Peter ist bei mir auch immer noch nicht online. Ja, das ist wild, weil ich sehe euch in Unter-O zum Beispiel. Wien hat gerade 30 Subs verschenkt. Dankeschön, Wien. Peter zuletzt online vor 7 Tagen. Ach so, weil ich im Battle.net wahrscheinlich geheim bin. Alter. Jetzt bin ich rausgeflogen. Raus. Ihre Verbindung wurde unterbrochen, die Server sind wahrscheinlich gecrashed. Das würde ich jetzt auch so sagen. Frage ist. Da hat sie auch nicht mehr getan. Schön, jetzt bin ich auf 5.351. 5.285. Aber kann das denn sein? Nur. Schnell. Ja, das ja, wahrscheinlich sind gerade super viele rausgeflogen und deswegen. Zählt da jede Sekunde, aber ich glaube, der Server ist weg. Okay, also Dalu levelt hier noch freudig. Mein Spiel hat er nicht verstanden, glaube ich, dass das Spiel weg ist. Ich laufe hier noch durch diese sich nicht bewegende Masse an Menschen. Lauf vielleicht mal bei Stormwind rein. Ja, mach ich mal. Boah, Platz 5000 ist aber insane, ey. So lange kann ich heute nicht mehr aufbleiben. Das sollten 36 Minuten bei mir sein. Was? Wie kannst du denn hinter mir sein, aber schneller? Wo bist denn du jetzt? 5.100. Ja, 153. 5.000. 2 Minuten, geschätzte Dauer 3 Minuten. 3 Minuten. Ja, okay, 3 Minuten kann ich warten. Die können ja auch warten. Ah, jetzt bin ich auch rausgeflogen. Ja, geil. Ich bin da bestimmt bei 40.000. Ja, ohne Scheiß, was ist das? Das ist voll der Abfuck hier. Ja, direkt wieder verbinden, Peter. Was steht bei dir? In Realm einloggen. Ich wette, der Ram ist gar nicht da. Also. Dalu spielt. Also wie Alter. Also der Ram ist safe da. Spielt der denn wirklich? Also, der hat ja den gleichen Server wie wir. Wie will der denn Mobs? Okay, bin einfach wieder da. Nein, das ist ein Questgeber ist da! Also du einfach gespawnt bist. Als wenn der bei dir gezählt hat als Disconnect, wie geil ist das denn? Ja, ich warte mal hier kurz auf euch, wa? Alter, ja, war eben 29 ab, Minuten. Das ist ja insane. Ja, tu schnell irgendwas, bevor alle spawnen. Ach so. Soll ich doch schon mal die Quest abgeben oder was? Aussieht, ja, ey. Wir können ja niemals hier die Mobs farmen. Was kann ich für euch tun? Ja, das ist richtig, Peter. Das Licht vor allen Dingen, selbst wenn das 1A funktioniert, sind da gleich so viele Leute, dass die Mobs eh nicht lange leben werden. Für die Allianz. Also, aber ich verstehe noch nicht so hundertprozentig. Vielleicht kann mir das jemand im Chat erklären. Wenn ein neues Add-on rauskommt bei Retail, dann hast du doch auch nicht so ein krankes Startgebiet wie jetzt. Warum ist sie, wieso haben sie denn, also das ist ja auch quasi instanziert für, weiß ich nicht, 20 Leute oder sowas. Warum ist das jetzt hier nicht der Fall? Oh nein, es gibt gar keine Questmarker. Nee, das sind Add-ons. Okay, ich kann nicht casten. Das ist aber schlecht auch Hexenmeister, wenn ich mal casten kann. Ja, das stimmt allerdings. Ja, stimmt. Classic ist nicht instanziert. Okay, mein Casten funktioniert nicht. Was ist denn mit Casten los? Ja.
Das wird krass. Alter, alle stehen hier bei diesen scheiß Mobs, ne? Oh, da hat ein Cast funktioniert. Die Kobolde werden einfach überrannt. Oh, der erste ist gestorben. Aber ganz ehrlich, das ist genau die Erfahrung von WoW Vanilla. Das ist unfassbar. Nur da die Login-Warteschlange jeden Abend so 4 Stunden war. Ich kann mich nicht mehr wehren. Wer hast du kaputt, Peter? Peter gegen Kobold, wer gewinnt? Jetzt werde ich hier noch gebacksteppt. Oh, Peter, stark. Starke Hits. Widerstand. Komm, Peter. Ja, komm, schaffst du. Komm, Peter. Oh, Peter. Wieso stehen jetzt so viele Kobolde? Wieso killt die keiner? Peter, die greifen dich nicht an. Das ist super, alle für dich. Ja, ich mach. Pull die mal alle, Peter. Du kannst hier Mobs klauen. Ich werde sterben wahrscheinlich. Greif dich doch gar nicht an. Ich will euch noch daran erinnern, in dem nächsten Questgebiet, irgendwie in Red Ridge, da gibt's so Named-Mobs, die du killen musst. Dafür wird's Warteschlangen geben, wo sich die Leute hinsetzen. Und dann kommt irgendwer aus dem Gebüsch gesprungen, pullt den und macht dann einfach. Ich bin jetzt sofort tot. Ich kann da nichts machen! Ich kann da nichts machen! Mann, Peter, Alter, du schaffst nicht mal einen Mob, ey. Ab zum Hexenmeister nicht die richtige Klasse für dich. Peter, vielleicht hast du die nicht ganz verstanden. Wir müssen die Fähigkeit nochmal durchlesen. Ich kann nicht mal meinen Geist freilassen. Peter. Oh, ich möchte kurz festhalten. Wahrscheinlich ist Peter der Erste, der auf dem gesamten Realm gestorben ist. Nee, vor mir sind schon andere gestorben. Weil die ja hier alle nicht agieren können richtig, weil das so leckt wie Hulle. Oh Mann, das wird geil, ey. Alter, wie weit bin ich denn gespawnt hier? Ah, ne, ist gar nicht so weit weg, alles gut. So, wir fertig mit Essen. Ich bring mal eben die Sachen in die Küche. Ich habe ja noch 4000 Leute vor mir. Ach du Scheiße. Ich auch. Bis gleich. Aber ich komme auf jeden Fall wieder. Und ich sage jetzt schon, um 1 Uhr werde ich ins Bett gehen. Und dann werde ich hier sitzen. Und lachen. Ja, ich gehe um 12 ins Bett spätestens. Ja, siehst du, da geht's schon los. Ein Platz mehr. Ja. Es ist halt einfach. Lass mich wiederbeleben, du Kackspiel! Anscheinend, wie läuft bei euch so? Ich bin wieder da! Ein Wolf muss ich nicht killen. Kobold gezücht! Let's go! Nein, der wurde mir geklaut! Aber ich kann ja eh nicht casten. Ah, er ist gespawnt! Caste! Der langsamste Hexenmeister der Welt. Ich kann einfach. Das wird wirklich. Das ist der krasseste Spell ever. Der braucht einfach so lange, um einfach aufzuladen. Oh! Jetzt hat mir den aber jemand geklaut. Okay, Melee. Wir machen Melee. Hexenmeister Melee Class. Easy Snack. Let's go. Rechtsklick. Melee. Okay. Jetzt kannst du schlagen. Los. Schlag jetzt. Du kannst jetzt zuschlagen. Los. Los, schlag ihn. Los, du kannst es schaffen. Du musst einfach dein Messer nehmen und du musst dieses Koboldgezücht schlagen. Jetzt! Jetzt! Komm schon. Mann! Komm, jetzt her. Ja, aber komm. Komm schon, das ist es. 1. So, Auto-Attack ist an. Let's go. Nein, der wurde mir auch geklaut. Frechheit. Okay, jetzt aber du. Jetzt hier. Let's go. Let's go. Komm. Ah! Hab ich ihn geschlagen? Nein. Auch nicht mehr meiner. Schade. Ah, Kobo gezüchtet. Let's go. Let's go. Komm.
Nein, nicht Brakkus. Ja, geil, jetzt schlägst du zu, du beschissener Kack-Hexenmeister. Level 3. Jetzt ist es tot. Jetzt hab ich Akro und krieg den nicht mal. Du nicht neben Kerzen. Ja, deine Mutter. Hau mich mal einer. Nein, auch nicht mein. Oh, es wird aber gefühlt besser, würde ich jetzt mal sagen. Es ist so frech. Es ist so frech. Okay, ich dachte, vielleicht kann ich ja mittlerweile casten, aber nein. Auch nicht meine! Mai, mittlerweile sind sie schnell, die Leute. Na, ja, scheiß Wolf will ich nicht. Es Mord! Es Mord drauf! Da drauf! Nee. Ich bin immer zu spät. Es wird aber besser. Da. Ey, ich war nicht schnell! Es ist unmöglich! Jetzt mal for real! Es ist schwachsinnig! Die werden weiter weg hiervon. Ja, boah, not bad, ey. Haben die jetzt einfach Mobs? Einfach die Wölfe killen, oder was? Ja, ich kill auch Mobs. Vom Hasen gekillt. So nämlich. Boah, ist das belastend, Alter. Guckt euch das mal hier an, ey. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ja, da war First Kill. Der Hase war First Kill. Wie sie hier alle drum stehen. Sie stehen einfach hier, weil sie wissen, hier ist der Spawn. So. Das ist die Gameplay Experience. Oh, ihr Wichser! Dark Killer. Hast du da gerade dir was gezockt? Mein ersten Kobold. Ich bin gemutet. Oh, erster Kill, nice. Unter einer Minute noch. Ach, Chat, ich habe ja völlig vergessen. Im WoW Classic hat man ja quasi mehrere Level am Skill. Also keine Ahnung, Schattenblitz Level 1 bis 5 und du benutzt unterschiedliche Level. War ja noch völlig crazy. Wie kann das unter einer Minute dauern, wenn noch 3750 Leute vor mir sind? Ja, aber du wirst betrogen. Also bei mir brauchst du noch 42 Minuten. Ja, das klingt auch irgendwie realistischer. Aber richtig nice finde ich, dass Peter den Streamer-Bonus gekriegt hat. Das ist wichtig. Ja, das war insane. Einfach wieder eingeloggt und war instant da. Let's go. Ja, normalerweise ist das auch so, wenn du disconnected wirst, kommst du an der Warteschlange eigentlich direkt vorbei. Habt ihr unter Escape eine Sound-Einstellungsmöglichkeit? Das ist ein nicer Bait, aber das werde ich nicht gucken. Ja, die Leute steigen schon um mich rum Level. Wenn ich hier im Kreis stehe mit irgendwelchen Nerds, die so nerdig sind wie ich und darauf warten, dass ein scheiß Kobold spawnt. Ja, ich bin gleich da, dann heile ich dich. Das Schönste wäre, wenn jetzt Pete kommen würde und dir den Kobold snacken würde vor der Nase. Das fände ich ein bisschen witzig.
Hier spawnt auch keiner mehr. Also hier war der Spawnpunkt und der wird jetzt nicht mehr bespielt, scheinbar. Ich muss sagen, WoW Classic-Erfahrung ist fast so gut wie die Diablo 4-Erfahrung. Das ist Premium. Nein, aber jetzt hab ich gerade weggeguckt. Oh, Peter. Nein. Mobs direkt anschlagen. Oder noch cleverer, du lädst die Leute, die um dich rum sind, in eine Gruppe ein. Ja, ich bin ja schon in der Gruppe mit euch Nasen. Ach so. Das ist übrigens, also auch für die Leute, die so zugucken, das noch nicht kennen, der coole Weg, wenn man auf Mobs wartet, ist Leute einfach in eine Gruppe einladen. Weil dann kriegst du die erst geshared. Und das ist halt wirklich so. Ich weiß noch in Red Ridge, wie ich mit meiner Gruppe irgendein Vieh weggemacht habe, da kam irgendwer, hat mich angewispert. So, du mieser Penner, wir warten schon seit 10 Minuten. Was soll das? Und ich so, ups, hab ich nicht gesehen. Ja, ich bin jetzt mit Black Hit in einer Gruppe. So, Mylads auch einfach inven. Was ist denn mit Frankfurt los, die Pfeifen? Och nö. Einfach alle inven hier. Als ob die gegen PAOK Saloniki verlieren. Ach du Scheiße. Na ja, gut, Dortmund hatte auch mal eine griechische Mannschaft und da haben wir auch für gegen einen Sack gekriegt. Könnt ihr Pizza? Ja, X-Plane ist auch am Schlüssel. So nämlich. Wir machen jetzt hier die geile Gruppe, Leute. Oh, hat das so gut mit dieser Erfahrung. Die gefällt Peter nämlich viel mehr als so. Gutes Gelingen. Fällt uns zu wenig. So. Geile Company. Wie geil muss dieses Spiel sein von Slavia Prag gegen Sheriff? Und es steht 2-2. Jetzt geht's hier richtig ab. Ja, Peter, 3600 noch. Warte mal, ich muss hier... Echt, hab ich ihn überholt? Wie soll das denn gehen? Ich bin bei 3,5. Wie frech ist das denn? Aber ich wurde DRS gezündet. Wo kommt die Wichser denn jetzt her? Verzieht euch, ihr seid nicht in unserer Gruppe. Was ist denn so, geht direkt schon los. Also ich bin wirklich am überlegen, gleich ins Bett zu gehen, um 6 Uhr aufzustehen. Ja, kann ich verstehen. Halt und dann als Holy Parler voll reinleveln. Das kann doch jetzt nicht wahr Holy sein! Holy Parler willst du spielen, du willst heilen dann? Ja, ich will heilen. Cool. Weil DDs gibt es immer wie Sondermeer, entweder Tank oder Heal. Na genau, ich dachte Tank habe ich letztes Mal schon gemacht. Ich dachte mir auch, ich mach Tank. Weil ich sagen muss, im PvP hat 2-Ankrieger auch echt Spaß gemacht. Wenn du die Leute exekutieren kannst, das ist richtig nice. Wenn du da noch einen Heiler im Rücken hast, 10 von 10. Geh mir hier um den Sack. Ja, wir wären schon eine gute Gruppe. Ja, das stimmt. Denke ich. Du, Herr Fehler hat es ja auch noch nicht geschafft, da beim DPS da den einen Kobold alleine fertig zu machen. Aber am Anfang ist das, glaube ich, erstmal egal, weil das haben ja alle sowieso die gleichen Fähigkeiten. Mann! Wir stehen hier mit 5 Leuten in der Gruppe bei dem Spawn und 2, die nicht in der Gruppe sind und die sind irgendwie schneller als wir. Jetzt solltest du 2 rausschmeißen, die schlechter sind und die einladen. Aber die sind ja dann auch schneller fertig. Dann hast du wieder die 2, die du rausgeschmissen hast, die aber dann nicht mehr in deine Gruppe wollen, weil du die rausgeschmissen hast. Ja, das ist wirklich ein Whack-a-Mole. 3 Kupfer für mich, bitch! Peter, du kannst dir ein Makro machen mit / Target Leerzeichen Kobold. Das versteht er nicht. Doch, das wird Peter. Also Peter hat Informatik studiert. Ja, ja, doch, das verstehe ich. Makros. Okay, warte. Slash. Hast du Informatik studiert? Was? Ja. Neu. Ja, aber ich weiß, oh. Heißen die Kobold? Wenn die Kobold heißen, dann slash Target, Leerzeichen Kobold. Mark oder was? Target.
Target. Target Leerzeichen Kobold gezücht. Ich weiß nicht, ob Kobold schon reicht. Müssen wir mal testen. Bis er das Makro hat, ist die Quest. Peter, der war übrigens gerade grau, weil du mich geschlagen hast. Er ist auch grau. Chris, das war dann irgendwas mit Medien. Ey, ich habe da gleich studiert und du hast recht. Kann ich aber, Medienwissenschaft? Aber der mag dann halt den nächsten Kobold. Den muss ich jetzt spammen, oder was? Ja. Aber sobald der einer ist, hast du den im Target zumindest. Wieder anstrengend. Schneller. Wieder schneller. Schneller. Jawohl! Du könntest auch Attack, wenn du nah genug dran bist, könntest du auch Attack hinzufügen noch. Meinst die alle raus, Peter? Tschüss, ihr Loser, schreibst du es rein. Und nein, ich habe reingeschrieben, 10 von 10. Quest erledigt, wow. Peter levelt wieder volle Kanne vor, da werden wir nicht hinterherkommen. Einfach war schon Level 2, bevor wir überhaupt spielen. Boah, jetzt tötet 10 Kobold-Tagelöhner. Oh nein. Schon wieder? Wie schon wieder? Das sind die anderen. So. Das sind die, die dich auch angreifen in der Mine. Glaube ich. In der Mine. Wenn du nach Norden läufst oder so. Da, wo du die Kobolde gemacht hast, ein bisschen weiter links ist eine Mine. Da musst du rein. Okay, die ja, musst du sogar noch lesen, ne? Ja, hier gibt es ja keine Questmarker. Ach doch, das stimmt wohl. Ja? Um links ist so ein kleiner gelber Punkt. Oh ja, dann. Weil du den Ammar gehört hast, oder? Ach, wie ich guck Peter auch die ganze Zeit nicht zu. Ich bin Vollidiot. Ich starte die ganze Zeit, weil du den Block ist. Level 2! Alter. Schönen Tag auch. Server. Nee, Gilden First. Nee, Moment. Pete's Meet First. Der ist wieder so am Rushen ohne uns. Findet die Rune in den Lagern der Defias im Osten und lernt mit ihr eine neue Fähigkeit. Da werden schon Runen eingeführt, das ist was Neues. Ja, Defias im Osten. Lager der Defias, das ist aber nicht bei dem Ding, oder? Doch, oder? Ja, stimmt, da rennen die zumindest rum. Und die Macht der Leere. Oh, da kriegst du deinen Wichtel. Ja, sieht so liegt Peter die Questtexte. Ja, langsam. Ja, ist okay, die 4 ist im Osten, also ab nach Osten. Das ist das, was wir bei Minecraft nicht hingekriegt haben, Christian. Ja, aber da ging es auch um Zeit. Also, ja gut, und Peter muss ja auch gegen die Zeit kämpfen, ne? Ach, damit Quatsch. Bis der Server wieder down ist. Ja, das glaube ich nicht. Aktuell sieht das wirklich so aus, als würde laufen. Also die Leute rennen alle rum und killen. Ich glaube, einmal rausschmeißen war wirklich da... Hat a way to go, ne? Das war eine absolute Frechheit. Leute, jetzt steht bei mir geschätzte Dauer 60 Minuten. Willst du mich verarschen? So eine Scheiße. Ja, weil das Problem ist, jetzt die Leute, die drin sind und zocken können, die werden natürlich jetzt nicht rausgehen. Das wird jetzt... Ich geh Baby machen. Ja, ich glaube, das Spiel rennt hier nicht weg. Einfach Leute einladen. Einfach alle einladen. Die lehnen alle ab, die Huren! Kein Bock auf dich. Wie widerstehen? Willst du dich hinlegen oder was? Nicht genug Mana! Nicht genug Mana! Das ist ja voll schwer hier. Ich krieg ja diesen einen scheiß Dieb fast nicht tot. Oh mein Gott. Ausweichen. Eins. Eins. Verfehlen. What the Marian. Fuck? Da kam Black Kid und hat dir den Arsch gerettet. Ja, ey. Aber so was von. Holy shit, ey. man muss natürlich sagen, weißt, wenn mich so ein Fake Name anhandeln würde, so wie Pete Schmied, dann würde ich den auch nicht annehmen. Aber Zaubern, ja, es gibt ja eine Fähigkeit sozusagen. Also da, wenn du den normal haust, hast du ja die Fähigkeit, ich weiß nicht, hast du eine Waffe in der Hand? Dolche. Und Dolche hast du ja noch nicht gelevelt. Muss ich dich überhaupt killen? Ne, du hast wahrscheinlich noch keine Quest, die zu killen. Ich muss hier diese komische... Du musst halt die in der Mine machen. Guck mal auf die Map. Die wird dir, glaube ich, angezeigt. Nee, die Mine ist die Quest 1, aber irgendwann ist bei den D4s aber auch. Ja genau, die Mine hast du ja gesehen.
Ja, irgendwo muss da so eine Rune liegen. Ja, oder die droppt random. Das steht ja dann, wenn im Questtext. Also die droppt in der Regel. So wie ich das kenne. Das hatte ich zumindest in Videos gesehen, wo ich nochmal angeguckt habe. Die liegt da nicht einfach so rum. Also ich kenn's nur, dass sie droppt. Alter, Peter nicht. Hat schon die Kerze genommen. Oh mein Gott. Boah, das ist so schrecklich, Peter dabei zuzugucken. Mein innerer Drang steigt einfach so sehr. Ich hab gerade voll den Eierfurz abgelassen. Ja, okay, boah, Alter. Cool. Er riecht richtig nach Schwefel. Ach so, der ist. Also, das hat was mit Texter zu tun. Boah. Aber steht das nicht. Alter. Aber steht das nicht im Questtext? Wo du das Ding herkriegst? Ja, hier ist irgendjemand. Hat sich der. Also. Aber es gibt auch einen Named Mob daneben noch. Neben dem Feld. Irgendwo. Ein Novize, der an der Abtei studierte, lief weg und schloss sich der Bruderschaft der Defias an. Warum mich das kümmert, weil er einige wichtige Bücher gestohlen hat. Eines davon war ein Buch, das ich selbst wollte, Die Macht der Lehre. Steht es für mich, sie haben es in einem... Ah, im Zelt in den Weinbergen. Ein Zelt in den Weinbergen, versteht. Guckt mal an. Ah ja, okay. Da heißt das auch kein Drop, würde ich jetzt auch mal sagen. Wenn du mit Shift und Rechtsklick, glaube ich, lootest du direkt alles, was ja. du droppen lässt. Zeit für ein bisschen... Also ich habe jetzt genug Zeit, kann ich mir ein bisschen Backseat-Gaming machen. Ganz gut. Wenn ich mich nicht alle 5 Minuten melde, bin ich gestorben und erstickt. Aber guck dir mal alleine schon die Interaktion, die du jetzt mit den Leuten hast. In Gruppen einladen, mit denen auch interagieren und chatten. Das hast du in den neuen halt gar nicht, weil da alle Mobs geteilt werden und da jeder seine Scheiße alleine macht. Ja, die Frage ist das besser oder ist das schlechter? Das ist halt um Leute so kennenzulernen, finde ich, ist das besser. Ja, aber ja, das stimmt. Da in dem Zelt. Das ist es hier nicht. Ja, aber. Spawn nach und nach. Da müsste man verstecken mit dir, Peter. Da müsste Name spawnen. Oder das Buch spawnt nach und nach? Ah ja, guck mal. Ja, Peter, schön anstellen langsam. Mal da, ne? Das stimmt. Stell dich mal schön hinten an. Guck dir mal, es sieht aus wie so eine Sekte, ey. Peter, kannst du bitte direkt dein Buch looten und einfach lacht weggeben? Slash lol und dann looten slash lol und gehen. Kannst du mal Witz erzählen? Silly ist das. Also, ich hab da eine Idee für einen tollen Film. Es geht um zwei Gnome, die einen Armreif der Macht finden und in der brennenden Steppe in den Peter, Peter wieder mit seinem roten Gewand irgendwo im Wald an einem Zelt am Lagerfeuer, so kennt man. Unterwegs trifft sie einen Mörderknall. Ey, du siehst aus wie einer von den Feuermagiern. Sonst kann ich Peter nur auf Friedhöfen. Peter ist ein Feuermagier. Mit dem Titel der Herr des Armreifs. Die Wassermagier waren blau. Der erste könnte die Armreif-Gefährten heißen, der zweite der Turm 2, der krönende Abschluss, hey, der König. Ja, mit der Oh, doch, da! Wo hast du jetzt als erster angefangen? Ja. Despawnt hast du oder war ich einfach blind? Nee, das despawnt jetzt. Siehst du. Ja, sah nicht so aus, als wenn er despawnt wäre. Alter, ich Peter, hab's. Hast du stark geschafft. Oh, nice. Guck mal, der hat schon wieder 4 Balken. Nur noch 23 Level. Macht der Lehrer 1 von 1. Nice. Ich sag's einfach, lol, ich hab meinen Loot. Tschüss, Idioten. So, jetzt muss ich mir das andere nochmal durchlesen. Als so. Wenn du den letzten Damage gemacht hast, oh mein Gott. Findet die Rune in den Lagern der D4s im Osten und lernt mit ihr eine neue Fähigkeit. Okay, ich habe in eine neue Art von Magie experimentiert, mit einer Rune, die Teufelsenergie kanalisieren kann. Bla bla bla. Ich würde diese Macht mit euch teilen, aber den Notizen wurde mir letzte Nacht gestohlen. Ich verdächtige die Banditen. Geht nach Osten. Was? Zwischen den Habseligkeiten. Meldet euch wieder bei mir, sobald ihr sie gefunden und ihre Magie gelernt habt. Zwischen ihren Habseligkeiten. Ja, das ist jetzt aber auch Interpretationsspielraum, finde ich. Also das könnte auch ein Drop sein. Hier ist schon ein Spawns zu sein. Drop. Hört sich nach Loot an. Okay. Wieder muss wohl Leute killen.
Steht da nicht irgendwie so 0 von 1, wenn du auf den klickst oder sowas, auf den Typen, der ne killen muss? Nee. Oder steht das in der Version noch nicht? Doch, bei manchen ja, wenn du die killen musst, aber das geht nicht. Aber da müsste ja dann eigentlich auch eine Traube von Leuten drum stehen. Oder alle immer wieder dahin rennen. Irgendwann wird das ja mal jemand checken. Aber das ist halt Discovery. Du musst halt. Das ist Discovery. LOL. Da ist der Garrick Petfood. Das ist der Name Mob. Ah, der ist der Name Mob. Okay. Ich glaube, von dem musst du den Kopf besorgen oder so für eine Quest. In Classic gilt immer Gegner töten. Ja. Meistens schon. Immer töten. Alles. Ja, das ist natürlich der Nachteil, vor allen Dingen als Magier und Hexenmeister, du musst die anschlagen bei so vielen Leuten und kannst, also wenn du da anfängst zu zaubern, bist du halt immer letzter. Als Mage hast du zumindest irgendwann noch diese Instant-Zauber. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Als Hexenmeister hast du halt deinen Fluch, aber der tickt auch erst nach irgendwie einer Sekunde, das heißt, du bist auch langsamer als die Nahkämpfer. Achso, ja, du verfolgst doch die falsche Quest, aber das wird dir ja auch nicht angezeigt. Oh, 3000 Leute noch. Der habt das müsste sofort Schaden machen. Ne? LOL! Das ist schwer, ne? Weiß doch nicht mehr. Der Frankfurter ist ausgetickt. Welcher? Jakic, gelb-rot vom Platz und ist zum vierten Schiri gegangen und Stirn an Stirn. Lol. Holy shit. Ah, hallihallo an alle, die gerade von Syntica rüberkommen. Liebe hallo. Grüße. Hallo. Oh, ausgefranste Schuhe, Peter. Wird direkt hier. Schwere Rüstung kann ich nicht tragen. Ey, es ist legit bescheuert, was ich hier mache, ne? Muss man aber auch wirklich sagen. Wieso, was denn? Ja, das. Also. Es ist halt einfach zu viele Menschen. Was ist das? Ja, Stadtgebiet. Deswegen sag ich dir nicht, dass das mega Spaß macht. Warte mal ab, bis die Named Mobs kommen, die du killen musst. Und dann warten musst, bis irgendwer das schafft, den anzuhalten. Aber das verläuft sich ja spätestens im nächsten Gebiet. Das geht schon. Bei den Zwergen ist es besser, ja. Ich meine, Gnome und Zwerge starten ja zusammen. Wie kann es denn da besser sein? Die starten noch im gleichen. Die Gnome haben ja noch gar nicht Gnomeregan zurückerobert. Die starten einfach bei den Zwergen. Ich denke mal, Nachtelfen wird auch recht voll sein, weil die spielen viele. Ach komm, aufgeschissen. Ich versuche hier nochmal ein paar Leute einzuladen. Keiner will, keiner will. Ach, ich bin gar nicht der Gruppenanführer. Lol, Blackhead ist der Gruppenanführer. Oh mein Gott. Mann! Aber es gibt. Wait. Das ist Classic, aber es gibt Voice Chat? Okay, interesting. Ich guck mal, was macht denn Dalu und Shandy? Wie viel kostet das eigentlich nochmal? 5 Gold? So Gilde machen? Das war relativ viel am Anfang. Ah, Dalu ist Nachtelf, er ist Level 3. Was spielt denn der für eine Klasse? Jäger? Ist das Jäger? Sieht so aus. Das Gebiet bei den Zwergen ist deutlich weitläufiger und mehr Mobs als bei den Zwergen. Bei den Menschen, ja. Mhm. Ja, hier ist auf jeden Fall also alles sehr, sehr eng. Bei Dalu stehen hier oben so ein Mob auch gerade mit 6 Leuten drumrum. Und der spammt auch die ganze Zeit angreifen. Achso, für Targeten kannst du auch Tab drücken, ne?
Fällt mir gerade ein, dann hast du einfach den nächsten. Ja, Mob, das habe ich auch vorher gemacht, ja. Aber dann. Braucht ihr Hilfe? Hat er im Zweifel den falschen. Lebt wohl. Ja, du hast halt, also, wie gesagt, bei manchen Klassen Daniel zum Beispiel auch überwältigen oder wie der das heißt, da kannst du halt. Da hast du halt einen Instant-Angriff. Das ist halt ein Riesenvorteil. Wie heißt. Achso, der heißt Zalukat. Okay, macht Sinn. Ja, der hat seinen Namen scheinbar gekriegt. Habe ich denn hier bekommen? Was ist ein Wichtel? Verbrennt den Feind und fügt 8 Punkte. Oh, das ist. Bringt mir in 2 Sekunden Schmutz. Du schwör mal einen Wichtel. Ja, ich hab einen Wichtel, ja, mach ich jetzt. Mal gucken, wie der heißt. Achso, das ist random. Ich glaub schon. Die heißen nicht alle gleich. Oder halt auch so viel, glaube ich. Der heißt Zepnam. Zepnam, nice. Zepnam, Junge. Und ja, ich habe. Carry up. Ich habe einen Dot. Oh, oh, die 5 bei dir ist, das macht instant Damage. Probier das mal aus. Nee, meine, wirken in 2 Sekunden, ist kein spontan Zauber. Ja, aber verbrennt den Feind und fügt 8 Punkte Feuerschaden zu. Das müsste ein instant Zauber sein. Und dann kommt der Dot. Kein instant Zauber. Oh, Leute, stimmt, das musst du casten. Lol. Könnte man da das skillen und dann war das ein. Könnte man das skillen und dann war das ein Instant? Oder war das einfach später. Haben die das später einfach zu dem ersten gemacht? Extra habe ich erst gespielt zu. Hey, kann ich mal wieder. Da geht nicht sterben! Ja, ja die Warteschlange wird kürzer, die dauert wird länger. Ja, wirklich, ja. Ja, macht ja Sinn. Wenn die Leute jetzt spielen, gehen die halt nicht raus. Ich schätze mal, so gegen 23 Uhr, 23.30 Uhr wird wieder ein Spall rausgehen, weil die ins Bett gehen. Kann ich mir auch vorstellen. Ist aber auch international hier der Shit, ne? Ach, scheiße. Ja, ja, es gibt ja nur die Server, die du gesehen hast. Also, ja, genau. Das heißt, das ist einfach alle drauf. Das ist der einzige DVE-Server für alle Sprachen. Und das wird sich wieder etablieren, warum Leute Englisch sprechen oder warum die Deutsch schreiben. Und dann werden sich wieder Menschen aufregen und man denkt sich, ist doch scheißegal. EU. Achso, ja. Stimmt. Ah, wir sehen keine US-Server sozusagen. Ach komm, Pyrix, Junge, ey, war das jetzt notwendig? Ich lade dich ein. Die können sich unserer Gruppe nicht anschließen. Ja, gehört schon zu einer Gruppe. Ja. Du wirst geheilt, ist aber. Na wirklich. So. Ich verstehe immer noch nicht, wie das Level 25 Max sein kann. Also die ganze Welt ist doch auch viel zu groß dafür. Ist das so angepasst worden? Ja, weiß ich halt auch nicht, wie lange es dann dauert, aber ich bin ja schon Level 2 und werde gleich auch schon Level 3. Also dann habe ich ja schon. Ja, deswegen, wenn du jetzt nicht die Probleme hättest, würde ich auch sagen, du schaffst Level 10 eigentlich in, keine Ahnung, wir waren das immer 2-3 Stunden? Also morgen früh müsste der erste locker Level 25 sein. Hm. Oder morgen Mittag. Erok schreibt, ich will die neuen Gebiete sehen. Ich glaube, neue Gebiete per se gibt es nicht. Ich glaube, es ist die alte Map. Ach stimmt, du kannst, glaube ich, deinen Gruppenmitgliedern auch den Rüstungsbuff geben. Und deinem Pet auch? Weiß ich auch gar nicht. Boah, schon 7 von 10 Tage Löhne. Ja, ja, hier entwickelt sich wirklich was. Die Hidden Zones sind ein paar versteckte Höhlen oder so, in denen Runen versteckt sind zum Beispiel. Ja, nehme ich auch mal an. What the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Auf einmal macht der hier Tut-Tut, Junge. Ich weiß gar nicht mehr, was alles da anspucken gibt's noch. Witz erzählen, lachen.
Wir spotten jetzt hier nichts mehr. Ich bin ungeduldig. 2800 Leute. 2800 Leute noch. Das ist ja auch frech. Na, die Hälfte haben wir jetzt. Alter, Wichser. Casual WoW Experience be like. Ja, ist halt wirklich so, ne? Also, okay. Ich sitze jetzt hier. Was tue ich mit meinem Leben? Jetzt sind wir nur noch unsere Gruppe hier. Jetzt können wir mal langsam wieder einer spawnen. Die geschätzte Dauer ist jetzt hochgegangen auf 70 Minuten. Alter. Also ganz ehrlich, ich glaube, das Ende werde ich nicht mehr erleben. Mhm. Ich glaube, ich werde ins Bett gehen und morgen früher aufstehen und bevor wir aufnehmen, schon mal ein bisschen reingucken. Ja, verstehe ich. Natürlich schade für die First Experience, aber... Na, die First Experience ist beschissen! Ja, aber das war ja von vornherein klar. Na, guck mal. 54 Minuten war auch die Wartung abgeschlossen. Deswegen sind die Server wieder online gegangen. Also es war wirklich die Server länger down, weil die diese Wartungsarbeiten gemacht haben. Aber Junge, auf Twitter folgen mir mittlerweile so viel Porno-Kanäle, Bots, das ist unfassbar. Guck dir das hier mal an, ey. Das sind ja Hunderte, die ja einfach einen Shit machen. Aber bald wird entspannter. Bisschen zumindest. Die armen Kobold-Tagelöhner sind eh schon unterstes Glied in der Nahrungskette und werden nur noch weiter erniedrigt. Der ist halt echt so. Kriegen nur auf die Schnauze. Ja, Sivalen, ich glaube, ich mach Platz in der Schlange. Wobei, du hast immer versteckt. Für die Allianz. SP. Alter, voll. Na gut. Jetzt. Hast du noch vor. Was will er denn jetzt hier? Sprecht mit Elgard Pelzskinner oder was? Der für ihn Wölfe jagt. Also, wenn ihr interessiert seid, dann sprecht mit Engel. Findet ihn neben der Abtei auf der linken Seite. Okay. Und Sackleinkopftücher müssen. Oh Gott. Ja, Captain Sebo, ich war vor 3800 und die. Warte mal ab, die Zeit wird noch hochgehen. Aber vielleicht auch nicht. Also, vielleicht hast du Glück. Oh, warte mal. Videos, die wir heute Abend aufgenommen haben, sollte ich auch hochladen, wa? Mhm. Und die ich heute Mittag aufgenommen habe. Auf dann. Upsi. Man sieht sich. Jetzt gibt's hier ja richtig viele Quests, ey. Ja, ich sehe das schon, Peter. Wenn ich morgen aufstehe, bist du noch dran. Du bist Max-Level und das ist gut. Hey, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ich habe auch gesagt, ich bin aus der Warteschlange raus. Ich kopiere jetzt noch die Videos in Dropbox und dann gehe ich ins Bett. Morgen dann hoffen, dass es dann vielleicht noch mal klappt. Stehen noch überall schon diese Gruppen, ey. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja, danke gleichfalls. Ja, ich würde auch sagen, bis morgen. Chat, wir sehen uns morgen. Spätestens um 16 Uhr werde ich auch streamen. Und dann gucken wir mal, was kommt. Ja, dann bin ich auch wieder am Stüssel. Sehr gut. Auch wenn ich jetzt hier natürlich schon hardcore vorgelevelt habe. Ja, hardcore. Ja, wenn dann morgen alles funktioniert, haben wir dann wahrscheinlich für eine Stunde gedacht. Ja, also easy. Ja, nicht mal. Ja. Ich glaube, ich mache die Quest noch und dann gehe ich auch pennen. Also, ich wünsche eine gute Nacht, das war ein cooler Stream heute. Ja, ja, fand ich auch. Hat richtig Spaß gemacht, von vorne bis hinten. Ja. Also gute Nacht, Chat. Ciao, ciao, gute Nacht. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht. Alter, jetzt die Spawnrate ist aber gerade, hui. Chat, ey, jetzt geht's ja richtig ab.
Muss man Wichtel eigentlich? Oder wie der heißt? Wie heißt der? Warte mal. Doch, Wichtel heißt der, okay. Man merkt, die ersten gehen raus aus der Schlange, es geht voran. Ja, ja, das ist halt natürlich auch voll frustrierend, finde ich so. Morgen werden es sicher noch mehr Leute sein. Ich weiß nicht. Ich meine, kann natürlich sein. Ich meine, dadurch, dass es internationale Server sind, bringt es wahrscheinlich auch jetzt nicht so viel zu sagen, okay, dann gehe ich in Deutschland um 5 Uhr morgens online, weil... Okay, naja. Alter, wir haben einfach den 10. Spot. Bei den Zwergen bilden sich Schlangen, um Items zu looten. Sehr freundlich hier. Ja, das ist Classic WoW, oder? Das hört man ja immer mal wieder, diese Schlangenbildung. Ist ja eigentlich auch eine coole Sache. Auch wenn es natürlich komplett Ballerballer im Kopf ist. Dass es überhaupt notwendig ist, sozusagen. Aber... Ja. Aber so, hey, so spiele ich jetzt mit Blackhit, Higgs, Skyraid und Mylar zusammen. Die ich vorher nicht eines Blickes gewürdigt hätte wahrscheinlich. Weil es einfach irgendwelche Randos in einem MMORPG sind. Und so machen wir jetzt hier schön unsere Quest zusammen. Ja, meine Quest ist fertig, aber jetzt helfe ich denen natürlich auch noch. Ne? Also, das ist ja wohl klar. Ja, die Interaktion mit denen ist schon intens. Ja, okay, das ist jetzt nicht so, dass man mega viel. Ja, man braucht eben. Bei Classic WoW hat es nicht einfach gereicht, dass man die Quest macht, oder? Man muss dann wahrscheinlich auch noch farmen, wa? Also Mods farmen. Dankeschön, Feistos übrigens, für den Sub und Chivas und auf netter Basis und Blackhit. Ach, Blackhit hat auch gesubbt, wie geil. Der Bauter, Gutretzner, Partyprinz, Klanze und alle anderen, die gesubbt haben. Vielen lieben Dank. Da ist der Sub. Danke für die Hilfe bei der Quest von hdgaming.de. Ja, gern geschehen. Hab ja auch Hilfe bekommen. Hast du einen Jason im Bett, genau. Ah, da ist er. Nicht alle AFK gehen. Let's go. Tschüss. Wir haben ihn gekillt. Alter, dieser Armkobold, das ist einfach... Sie war einfach komplett von uns auseinandergenommen. Guck dir diese Grüppchen an bei den Spawnpunkten. Das ist so witzig. Wieso die anderen posten das immer instant, wenn sie eine Quest fertig haben? Das ist wahrscheinlich auch eine Mod, ne? Ja, ist irgendwie so ein Add-on, ja, okay. Guck mal, war doch nett. Echt interessant, wie sich natürlich die Gruppen im Response verteilen. Ja, das ist. Hier kann man auch wirklich, keine Ahnung, also über WoW gibt es ja wahrscheinlich schon unendlich viele wissenschaftliche Arbeiten und Studien und so weiter und so fort. Braucht ihr Hilfe? Das Licht. Boah, geil, jetzt kann ich mir die geilen Stoffhandschuhe gönnen. Seid vorsichtig. Für die Allianz. Guck mal, jetzt werden wir sogar theoretisch nach Goldheim sogar geschickt. Oh, Schuhe ausrüsten, na, ist klar. Wir sind fast Level 4 schon, von 25. Ich würde sagen, es geht voran. Aber heute geht es nicht mehr voran, denn heute bin ich fucking müde. Und werde jetzt ausloggen. Hat wirklich Spaß gemacht heute mit euch. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir haben viel gestreamt. Heute Mittag ja schon gestreamt, während den Aufnahmen. Heute dann Minecraft verstecken. Dann Lethal Company und jetzt noch so ein bisschen WoW. War richtig, richtig schön.
Also ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit. Danke an die Mods an dieser Stelle und alle, die gesubbt haben. Ja, und wir werden natürlich den Chef der Streamer-Gilde raiden, in der Hoffnung, dass er uns dann besser behandelt als alle anderen. Dalukat, also liebe Grüße. Und euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Ciao. Ah ja, morgen streamen wir das weiter um 16 Uhr. Aha.